Samstag, 17. Oktober 2020. Im 5. Buch Mose, im Kapitel 10, Vers 12, findet sich der Satz, den Mose zum Volk Israel spricht, das kurz davor steht, ins versprochene, gelobte Land zu kommen, nach dieser 40-jährigen Wüstenwanderung. Nun, Israel, was fordert der Herr dein Gott noch von dir, als dass du den Herrn deinen Gott fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn deinen Gott dienst von ganzem Herzen und von ganzer Seele? Was fordert er denn noch? Sonst fordert er nichts. Er verwendet dann auch noch das Bild in diesen Reden, wo er das Volk nochmal daran erinnert, was Gott alles getan hat und dass er zweimal eben die 10 Gebote aufgeschrieben hat, weil ja Gott beim, weil ja Mose beim ersten Mal so zornig war, dass das Volk sich in seiner Abwesenheit schon das goldene Kalb geschmiedet hat, dass er sie einfach zerschmettert hat. Also Gott will eigentlich den Menschen gut, ist sehr geduldig und er sagt, na, was fordert er noch von dir, als dass du eben ihn in Ehren hältst und achtest? Nichts. Und ihr müsstet euch eigentlich an der Vorhaut eures Herzens beschneiden. Also seid nicht mehr störrisch und starr in eurem Herzen, sondern erkennt, dass euch das gut tut, wenn ihr Gott vertraut und Gott glaubt. Und im Jakobusbrief, gleich zu Beginn im ersten Kapitel, im Vers 22, findet sich der kurze Satz: Seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Der Jakobusbrief, den Paulus als Strohherne-Epistel bezeichnet hat, also er mochte ihn gar nicht, diesen Brief, und hat ihn ganz am Ende des Neuen Testamentes eingereiht, also bei der Inhaltsangabe ganz an den Schluss gestellt. Na, wenn man es unbedingt braucht, dann kann man halt den auch noch lesen. Der Jakobusbrief, der eigentlich einem Bruder von Jesus zugeschrieben wird, der nur knapp 100 Verse enthält, aber 50 davon sind Aufforderungen. Also der Jakobusbrief, der sagt, das nutzt irgendwie nichts, wenn wir das Wort Gottes nur hören und dann bleiben wir die versteinerte Statue und tun gar nichts, sondern wir müssen es auch umsetzen. Seid nicht nur Hörer allein, sondern auch seid Täter des Wortes. Und er bringt auch ein Beispiel und sagt, so wie wenn ein Mensch in einen Spiegel schaut und wenn er wieder wegschaut, hat er vergessen, wie er ausschaut. So dürfen wir nicht agieren, wenn wir das Wort Gottes hören und dann eben wieder uns wegdrehen, dann darf es nicht so sein, dass wir es vergessen, sondern dass wir es umsetzen und tun. Ich wünsche uns dazu viel Kraft, dass wir das immer wieder schaffen, in kleinen Stücken, wenigstens immer wieder sich den Impuls geben, es zu versuchen, Gottes Wort umzusetzen und Gott die Ehre zu geben und ihm ehrfürchtig zu begegnen. Alles, alles Gute euch.